Jeder weiß, was ein Ingenieur ist. Informatiker kennt auch jeder. Und das in Kombination? In der Welt von morgen werden Alltagsgegenstände über das Internet kommunizieren, Fabriken sich mit ihren Kunden vernetzen und Fahrzeuge sich autonom fortbewegen. Mit dem Studiengang Ingenieurinformatik der HTW Berlin stellst du bereits heute die Weichen für die Zukunft und vereinst hierfür die Kenntnisse aus den Ingenieurwissenschaften mit der Informatik. Du kennst dich mit mechanischen Systemen, deren Berechnung, Herstellung und Steuerung aus und kannst dafür bedarfsgerechte und moderne Software entwickeln. Mit diesem Kombinationswissen aus Ingenieurwesen und Programmierung bist du in der Lage, die Schnittstelle zwischen analoger und digitaler Welt optimal zu gestalten und miteinander zu vernetzen. Am Ende des Studiums wirst du moderne Technologien wie Internet der Dinge, Industrie 4.0 und autonome Mobilität sicher anwenden können. Also was unseren Studiengang Ingenieurinformatik ausmacht, ist, dass wir die beiden Welten Maschinenbau und Informatik vereinen. Und mit der Kombination kann man sehr viel machen. Wir können Roboter programmieren, wir können Anlagen programmieren, wir können 3D-Software programmieren, Roboter auch vielleicht bauen. Also sowas gehört zum Gebiet der Ingenieurinformatik. Also es ist halt nicht nur die eine Sache, man programmiert den ganzen Tag oder man sitzt den ganzen Tag nur da und macht technische Berechnungen? Wir haben sehr viele Projekte bei uns im Studiengang. Das Programmierprojekt, das Softwareentwicklungsprojekt und das fachübergreifende Projekt. In dem Programmierprojekt haben wir einen Roboter so umprogrammiert, dass er das Schreiben lernt. Wir haben uns in zwei Teams aufgeteilt mit jeweils drei Leuten. Die eine haben eher den Hardware-Teil erledigt, die andere eher den Software-Teil. Wir mussten eng miteinander arbeiten. An diesem Projekt kann man ganz gut erkennen, dass wir tatsächlich mit Hardware und Software gleichermaßen arbeiten. Und das wird auch in der Industrie gefordert, dass man mit beidem umgehen kann. Wir haben natürlich zahlreiche andere Projekte, die die Studenten sich selber aussuchen. Ich werde im Studium durch die Projekte immer wieder ins kalte Wasser geschmissen und muss lernen zu schwimmen. Und wenn ich das gelernt habe, kann ich mich auch mit Aufgabenstellungen in den Unternehmen auseinandersetzen, die ich vielleicht vorher noch nie bearbeitet habe.